Einen fröhlichen guten Morgen, Jadeblume und Eiko Weiß grüßen euch. Einen fröhlichen Morgen? Ja, denn es geht gerade die Sonne auf die Morgenröte, taucht den Ort Dachsbauten, der vor uns liegt, in ein besonderes Licht. Schauen wir uns einmal den Ort von oben an, denn wir haben eine weite Reise hinter uns von Oberbühl. Naja, gut, so weit war die Reise nicht. Aber in Tolkiens Welt sind es immerhin 20 Meilen, die wir da sicherlich hinter uns gelassen haben. Und jetzt werden wir uns einmal in diesen Ort begeben, um ihn uns einmal ein wenig anzuschauen. Denn Jadeblume und ich sind ja auf der Reise durchs Auenland, um zu schauen, wie ist es denn um das Auenland zu bestellt. Und vielleicht auch ein wenig Fremdenführer zu sein für diejenigen, die unsere schöne Heimat einmal besuchen. Und so kommen wir nach Dachsbauten. Dachsbauten im Englischen heißt der Ort Broken Borings oder auch in einer anderen Fassung Broken Bores. Was auch immer sich da genau hinter verbirgt, das weiß ich tatsächlich nicht. Ganz einfach übersetzen lässt es sich nicht, denn ein Dachs ist ein Badger. Wie die Übersetzung zustande gekommen ist, kann ich euch leider nicht erzählen. Aber erzählen kann ich euch, dass wenn wir den Ort betreten, hier erst einmal in einen Handwerksbereich kommen und wenn wir uns die Bewohner dieses Ortes anschauen, dann treffen wir auf viele, viele bekannte Namen. Von den Pausbackens über die Dachsbaus, Stolzfußens, Gärtners, Saubersteins, Hüttingers und wie sie alle heißen und Bolgers. Ja, die Bolgers, die haben etwas Besonderes mit diesem Ort, aber das erzähle ich euch gleich noch. Erst schauen wir uns hier einmal um. Ja. Recht gut und solide gebaute Smials. Hier bröckelt ein wenig der Putz. Wo soll ich denn zum Mittag einkehren? Naja, vielleicht hier im ortseigenen Gasthaus, denn das ist das Gasthaus Flug und Sterne. Da kommen wir aber noch später zu. Was wir hier in Dachsbauten haben, ist eine kleine Grenzerwachtstube von Grenzer Sauberstein. Die kennt ihr wahrscheinlich vom Questen. Fette, ungegrabene Erdschollen, was kann es Schöneres geben? Ja, das weiß ich nicht, mein Freund. Ein schöner Ort, idyllisch gelegen hier, direkt in den Scherener Hügeln, mit mindestens zwei Mühlen und auch interessant fürs Questen, etwas immer ungünstig gelegen. Hier oben das Scharmützellager, aber das sich dadurch auszeichnet, dass dieses Scharmützellager tatsächlich nur Hobbits hat. Ja, keine Elben oder Zwerge, die sich dorthin verirrt haben, sondern einfach nur Hobbits, wie es sich fürs Auenland gehört. Einen Stallmeister finden wir hier auch. Eine Bank gibt es nicht, sonst könnte man hier viel öfter handwerken. Aber wenn man unterwegs ist und das ein oder andere verarbeiten möchte oder muss, dann bietet es sich sicherlich an, mal den Handwerksbereich hier zu besuchen. Dachsbauten ist für zwei Dinge bekannt, die Wolle und das Gasthaus Flug und Sterne. Ja, aber das schauen wir uns erst später an. Wir schauen erstmal hier viele kleine Smials, die einen etwas besser, die anderen etwas schlechter erhalten, auf jeden Fall aus solidem Stein. Ich denke mal, das werden sie aus dem Steinbruch aus Scheren haben. Und bekannt ist dieser Ort auch für seine vielen Tunnel, so heißt es in der Literatur. Ja, er beklagt sich darüber, dass jemand, der sich mit Gandalf einlässt, kein gutes Ende nehmen wird. Wir wissen es besser, oder? Ja, und dann gibt es diese fantastische Statue hier in Dachsbauten. Denn Dachsbauten ist durchaus ein geschichtsträchtiger Ort am Grünfeld gelegen und hier wird an eine Schlacht erinnert, an eine der ganz wenigen, die die Hobbits in der Geschichte Mittelerdes geschlagen haben, nämlich die Schlacht vom Grünfeld. Und die ist immerhin gut 250 Jahre her, aber es wird noch daran erinnert mit dieser Statue. Ja, was macht der Knabe hier? Das ist Bullen-Rassler Tuck. Der einstmals größte bekannte Hobbit. Einstmals? Ja, denn ihr wisst, zwei sind immerhin größer.
Mary und Pippin haben ja etwas zu viel vom Enttrunk getrunken und sind dementsprechend in der Geschichte die größten Hobbits, von denen berichtet es wird. Vorher war es Bullenrasser im richtigen Namen Vandobrastuk. Und der hat die Hobbits angeführt in der Schlacht vom Grünfeld gegen den Bilbes Häuptling Gollfimbur und seine Schergen und hat dem Häuptling mit einer großen Keule das Haupt vom Körper getrennt. Ja, und dann wird erzählt, er sei davon gerollt und direkt in eine Dachsbauhöhle gelandet. Und das war die Erfindung des Golfspiels. In unseren Kreisen auch gerne das Olfen genannt. Ja, diese Laterne hier, falls ihr die nicht kennt und mal im Auenland zu Besuch seid, sie beginnt, ist ein Startpunkt für eine kleine Tat, nämlich die Geschichte der Hobbits. Und sie führt uns nämlich bis nach Enedwaith. Da gibt es ja, die meisten wissen das, es sei denn, ihr seid gerade erst neu im Spiel, einen verborgenen Hobbitstamm. Den werden wir vielleicht bei Gelegenheit mal einmal besuchen. Der ist nämlich eigentlich sehr interessant. Doch jetzt sind wir erstmal in Dachsbauten und schauen uns hier weiter um. Der Ort wird hier gleich enden und zeigt uns noch ein paar schöne Smials. Ich mag die verputzten lieber, aber immerhin, wir kennen schlechtere Orte. Ja, die Dachsbauten da machen sich Angst davor. Machen sich Sorgen darum, dass die Bilwisse zurückkommen könnten. Diese Angsthasen, sagt er hier. So, das ist Dachsbauten, ein wirklich schön gelegener Ort, auf jeden Fall Rollenspiel geeignet. Auch dieser Marktplatz hier unten, da lässt sich sicherlich gut ein Markt abhalten. Auf dem Grünfeld spielen wir oft tatsächlich Olf, also Golf, und genießen diesen Ort. Eine bekannte Familie aus unseren Reihen hat diesen Ort auch als ihren Heimatort erklärt. Und ich möchte euch raten, wenn ihr Törtchen dabei habt, seid vorsichtig, dass euch da nicht bestimmte Leute über den Weg laufen. Ne, Bango? Sonst könnte es schlecht enden für euer Törtchen. So, ja, wir kommen hier in den oberen Bereich zum Gasthaus Flug und Sterne. Ja, jetzt ist mir auch der Name wieder eingefallen. Natürlich, die Gerstfeld sind's, die hier leben. Und sie sind dafür bekannt, dass sie ein gutes Frühstück oder auch ein zweites oder drittes nicht nein dazu sagen. Und also aufpassen, wenn ihr hier seid. Ja, hier kann man sogar angeln. Einen kleinen Teich gibt es auch. Auch von hier aus noch einmal der Blick über Dachsbauten mit seinen zwei Mühlen. Ein wirklich hübscher Ort, finde ich. Ganz gelungen. So, und jetzt betreten wir das Gasthaus Flug und Sterne. Und da werde ich euch gleich noch eine wichtige Geschichte zu diesem Ort erzählen. Der Gastwirt Kahnwurz erwartet uns. Und hier sind einige Leute, die Scherener Minenbauern sind hier am Ausruhen von ihren täglichen Reisen. Hier ist ein Tuck auf täglichen Reisen, ja, von ihrer täglichen Arbeit in der Mine von Scheren. Hier ist ein Tuck auf Besuch. Ich habe gedacht, er würde jetzt vielleicht eine Geschichte erzählen. Das tut er nämlich. Die könnt ihr mal erzählen, dass er versucht hat, ein Abenteuer zu finden. Aber dann hat ihn irgendwie doch der Hunger übermannt. Ja, und dann gibt es hier einen Knaben, den Lotho Sackheim-Beutlin. Ja, das ist einer der wenigen, die in der Geschichte des Auenlandes eine wichtige Rolle spielen und dann tatsächlich auch hier von Turbine umgesetzt worden. Lotho Sackheim-Beutlin. Ja, der hat sich mit Scharra angefreundet und hier für einiges an Unruhe im Auenland gesorgt. Selbst seine Mutter, die gute Lobelia, landete schließlich im Loch von Michelbinge. Also, wenn wir es hier schon wüssten, was unsere Jadeblume ja nicht weiß, würde sie ihm mal gehörig die Meinung sagen. Und dann, na ja, dann gibt es hier noch den Marmaduke Bolger. Der spielt keine Rolle, aber ein Name, ein Mitglied seiner Familie, nämlich der Fredegar Bolger. Fredegar Bolger? Na, die Kenner wissen es sicherlich. Fredegar Bolger ist eigentlich aus Balgfurt
Und ein Freund von Frodo. Auf der Geburtstagsfeier ist er auch gewesen. Aber bekannter wurde er dadurch, dass er geholfen hat, Frodo bei seiner Flucht aus Kregloch zu helfen. Und er wurde sogar fast von einem Nazgul erschlagen. Ein tapferer kleiner Hobbit, aber kräftig an Leibesumfang. Dafür war er bekannt. Aber nicht so gemütlich. Nein, er hat nämlich, und darum nenne ich ihn hier, als ich jetzt, oder weil ich jetzt hier in Dachsbauten bin, er hat nämlich tatsächlich die Rebellen angeführt gegen Scharra und die hatten ihr Hauptquartier hier in Dachsbauten. Ja, ein wirklich geschichtsträchtiger Ort, will ich meinen. Aber für uns sind es doch jetzt wirklich genug Geschichten. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt hier gleich mal, ach sie, ich soll ihr ein Glas spendieren. Na gut, dann werden wir das mal tun, uns hier mit dem einen oder anderen noch anfreunden und gemütlich den Tag verklingen lassen. Wir sagen euch schon einmal Tschüss. Ich hoffe, ihr schaut in Dachsbauten mal vorbei. Wir werden hier öfter vorbeischauen, aber unsere Reise ist ja hier noch lange nicht zu Ende. Es wird bald weitergehen und dann zu einem Ort, ja, mit dem rechnet ihr vielleicht nicht als erstes. Ich wünsche euch alles Gute und Jadeblume tut das auch. Wir machen es uns jetzt hier gemütlich und werden noch ein gutes Getränk zu uns nehmen. Ist mir eine Ehre, euch zu Diensten sein zu dürfen. Denn jedes Gasthaus ist ja bekannt für seine besonderen Biere. Und hier ist es sicher das Wollfußer Dunkel. Und das werden wir jetzt einmal zu uns nehmen. Wir wünschen euch alles Gute und sagen Prost! Wo ist mein Bier? Dort ist es. Macht's gut, auf euch und bleibt gesund. Bis dahin, euer Eiko Weiß und Jadeblume.